So, guten Tag. Heute spielen wir wieder Minecraft Frenzel. Heute habe ich mir nämlich eine neue Wohnung hier gebaut. Nicht gebaut, sondern gemietet hier. Aber ich habe eigentlich die Miete nicht gezahlt. Das weiß aber keiner. Hallo? Auf jeden Fall habe ich da mir jetzt hingeschrieben: Franzels jodelndes Österreicher Zimmer. Ja, das ist jetzt irgendwie mein Zimmer. Das ist größer als alle anderen Zimmers da. Und ich habe richtige Kuchel da drinnen. Und da kann ich gleich neben meinem Führerschein, den kann ich zwar auch essen, aber ich klicke gleich meine Schnitzel da rein, meine Energy Drinks und natürlich auch meine Almdudler. So, jetzt gebe ich da noch den Rest rein und mein Geld, ich glaube, gib mir Geld. Ich glaube, ich lasse das ganze Zeit bei mir in meiner Tasche. Was machst du kurz? Ja. Hallo? Oh, hallo? Oh. Okay, da. Okay, wo haben wir Vorhang in meiner Spielst du Flugzeug oder? Ja, auf jeden Fall, wer die vorige Folgen nicht gesehen hat, um rechts oben beim i abchecken. Und auf jeden Fall haben wir da einen Führerschein gemacht. Hallo? Weiß nicht, was die Kotz da genau macht. Den Führerschein haben wir bei so einem Russen irgendwie gemacht. Ich weiß nicht, was. Hallo? Ich glaube, ich sollte den aufmachen. Ah, okay. Also die große Krabbe? Die große Krabbe geht irgendwie die Straße entlang in die Stadt. Da Bist gibt's. Du die große Krabbe? Ich hab nichts zum Essen. Ein Krabbenburger, bitte. Ja. Ich biete da an. Ja, komm uns einer. Ja, komm uns einer, da können Ein Sie. Ein Krabbenburger. Oh, da, aber mit viel Gürtchen. Da können Sie sich einsetzen. Einsetzen, so. So, ich hab direkt einen Krabbenburger, da haben sie einen Krabbenburger. Oh, da haben sie einen Krabbenburger. Hallo? Kotz? Ein Krabbenburger. Wo gehst du denn? Okay. Was auch immer die Kotz. Oh. Das war gut. Okay, ich glaub. Wie viel Geld? Eigentlich. Was? Eigentlich gar nichts, ich mein. Du bist. Wie hast denn du? Ich hab ne. Patrick. Okay, ich geh doch nicht sagen. Komm uns mal jetzt einmal. Ich hab aber nichts. Okay, ich glaube, ich sollte mal irgendwie. Ich glaube, ich mache ein Schnitzelhaus auf oder so. Ich glaube, ich kann da ekle. Oh. Hast du Sport, die große Krabbe? Sport. ich glaube. Nein, ich darf kein Fettzeug essen. Kein Fettzeug? Sport. Okay, auf jeden Fall, ich glaube, ich schaue jetzt mal gleich zum Arbeitsamt hier. Aber ich muss jetzt noch empfinden. Okay, da steht ja, warum auch immer ja. Der mich da hinführt zum Arbeitsamt, weil ich glaube, der Arbeitsamt ist ja Immobilien und ich weiß das selber nicht. Kann ich schau mal, ob der irgendwie eine Bleibe irgendwie zum hat. Also irgendwas, wo ich hier hinfahren kann. Ob der irgendwie Schnitzel aus oder irgendwie so ein Haus zum Ummachen kann. Okay, ich glaube, das Auto vom Gustavo steht nicht mehr da. Aber warte mal. Ist das Auto vom anderen noch da? Vom Bank? Ich glaube, ich schau zu denen einmal. hallo Detlef. Hallo. Hast du vielleicht noch mein Auto? Was hast du denn? Was ist das da für. Telefon! Oh, oh! Wo? Detlef? Bin ich blau? Wo bin ich? Hallo? Oh. Schaut ziemlich schön aus. Blau. Da vorne sind Brüder. Hallo, arbeitet da wer? Oh, ich glaube, wir sind in der Polizei. Ich glaube, da vorne sind nämlich. Ich höre was. Da sind die Zöll. Ja, das sind die Zöll. Muss ich ganz schnell wie möglich hier ausmachen. Okay, da vorne sind die Autos. Da arbeitet keiner. Ich glaube, ich. Weiß nicht, Auto stehen wir lieber nicht. Ich glaube, ich gehe jetzt erst einmal zum guten alten Arbeitsamt. Ich glaube, der Weg ist eh nicht so weit. Oh, da vorne ist es eigentlich schon. Also kann ich eigentlich gleich hier rennen. Ich weiß nicht, der McDonalds. Und, ja. Nicht schießen, ich bin freundlich. Was machen Sie? Ich bin da gerade über einen Zebrastreifen gelaufen. Wollen Sie einbrechen? Nee, ich bin da nur über einen Zebrastreifen gelaufen. Okay. Das hätte ich sie festnehmen müssen. Okay. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie der Detlef mich da teleportiert hat, oder?
wie ich da hingekommen bin, der hat irgendwie noch gesagt, Teleport. Das ist ein schickes Haus. Ich glaube, das ist auch neu gebaut worden. Das ist noch Hochhäuser. Aber ich gehe mal einfach zum Arbeitsamt-Typen. Was jetzt soll ich klopfen oder? Hallo? Ist er wieder da beim Arbeitsamt? Da ist er schon. Guten Tag. Servus. Ich wollte eigentlich nur fragen da. Ich habe nämlich bei McDonald's, da bin ich glaube ich gekündigt jetzt, weil ich bin am Walkout. Und auf jeden Fall, ich wollte noch. Ein neuer Job, den haben wir schon. Ich will nicht wirklich einen Job. In der Kläranlage. Kläranlage ist ein bisschen stinkig, glaube ich. Ja. Okay, das haben wir schon. Eigentlich. Hausmeister in der Schule. Das Hausmeister. Nein, das ist auch stinkig. Auf jeden Fall, ich wollte noch irgendwie eine Immobilie oder irgend sowas haben. Ein kleines Haus, ich will nämlich irgendwie ein Restaurant oder sowas aufmachen. Immobilienreiniger, Kloreiniger. Nicht Reiniger, ich will eher, vielleicht in der Haus? Keiner. Und, ja. Ich will Chef sein, ich will ein Haus kaufen, Geld. Kaufen? Geld. Wer meins? Für nur 57 Milliarden, hier drüben. Hoi! Ich glaube, da wohnt dann. Hallo. Guten Tag. Hoi! Was ist denn das für ein Haus da drüben? Okay. Ein Bauernhof? Hoi! Ich glaube nicht, dass es da. Haben wir was? Hoi! Ich glaube, das ist ein Haus. Ich glaube, da wohnt einer drinnen. Ja, das Häusl da vorne, das, die Villa oder was das ist, das ist mal irgendwie zu teuer. Wenn es überhaupt zu Verkauf steht, irgendwie. Ich hab's perfekte für Sie. Okay, okay, ja, na sicher. Brauchen wir irgendwie einen Vertrag oder irgendwas auch? Oder eher weniger? Wir brauchen keinen Vertrag. Okay, aber was ist das? Ein Haus? Ich meine nicht so ein Haus. Ich meine, das ist nicht sehr geräumig. Ich meine, wirklich ein Haus, wo ich ein Restaurant aufmachen kann. Eine Business-Immobilie. Okay, kommst du mit. In der Bude, ja, wissen Sie, eine Business-Immobilie. Ja. Das ist eine Blume. Richtig. Ich will ein Blumengärtner werden. Ich weiß nicht. In der Haus. Kommst du mit. Okay, der McDonald's? Ich glaube, der ist aber ein bisschen zu groß. Der ist schon verkauft. Okay. Da treffe ich ihn. Hier? Das Häusl habe ich schon gesehen zuerst. Ja, ist Haus. Leerstehend. Der vorige Besitzer hat es übergeben und wollte das Haus verkaufen. Wie viel kostet's? Das kostet gar nichts. Wir geben ihnen Geld, weil das ist verflucht. Okay, gut. Geld ist immer gut. Hallo, Katze. Hunger? Hunger hast du? So, ich glaube. Ich schau mir das gerade an. Aber das ist so richtig. So wie ein Jodlerhütten. Da oben ist so ein Poker-Ding, so irgend sowas. Was ist da hinten? Hallo? Jo, Leute, 24 Stunden im Geisterhaus, hier! Die Kamera zeigt mir einmal auf die! Geben Sie mir das! Ja. Geben Sie mir das, ich brauch das, ich brauch die Aufrufe. Ich sag da, wenn sie einmal kommen... Ich brauch die Likes, um meine Kinder zu ernähren, bitte! Okay, ich sag da, wenn sie einmal noch kommen, irgendwann gehen ich mir da alle deine Einnahmen... Ich versprech's, ich komm nie wieder. Okay, du hast die Kamera, aber das letzte Mal ist das, gell? Yo Leute, der Typ hat mich gerade meine Kamera abgenommen. Lass ein Like da, Daumen nach unten, Daumen in der Mitte. Jetzt reicht es komplett. In die 90 Grad. Jetzt bracke da eine. Okay, ich glaube, er ist weg. Auf jeden Fall, schauen wir, was wir da hinten haben. Was ist das? Okay, da ist so ein Licht. Ich glaube, das ist einfach so ein Dings hier, so ein Verstauraum oder sowas. Stimmt, ich hab gar kein Schnitzel mehr. Ich glaube, ich gehe mal schnell um zum McDonald's. Die ist ja. Hallo, servus. Gibt's hier Essen? In 5 Minuten, wenn's kurz warten, ich hol kurz Essen. Kenn ich dich nicht irgendwo her? Na, kennst nicht. Auf jeden Fall, ich wollte da noch schnell, das ist wieder komische Geräusche. Ganz schnell will ich da, schnell Essen holen, da Essen. Und an Eulendudler und Energy Drinks, alles easy. Okay, so, keiner hat mich gesehen. Hey, wer bist du? Ich bin gar keiner. Ich weiß nicht, wer du bist. Nein, ich bin keiner. Okay, wer immer. Ich glaube, das ist die
Arbeiterin, ich glaube, der, die ist noch mehr eingestellt worden. Okay. Oh, ich mach schnell hier. Hinten da, essen, Almtudler, alles. Dann würde ich sagen, da das ganze Schnitzel. So, irgendwie so. Hallo? Einer eintreten, bitte? Ich hab gesagt, eintreten! Da muss ich jetzt aufmachen. Hallo? Oh! Ich sag's dir, ich hab noch nicht genug Geld. Was muss ich machen fürs Bankkonto öffnen? Sagen wir's. Passwort anlegen. Was für ein Passwort? Die ist dann wie gehackt. Counter-Passwort anlegen. Schaut, das ist mein Schnitzelhaus. Warte, Zins wird steigen. Kann er eigentlich so machen? So. Mein Schnitzelhaus, hab ich gesagt. Ganz groß. Schnitzelhaus. Das ist ein Restaurant. Bankkonto. Ein Bankkonto brauche ich nirgends. Ich hab meinen eigenen Versteuerer da. Stadtbonus. Aber dann werden meine ganzen Steuern angenommen. Ich sag's dir. Dieser Schnitzelhaus, da wird nur essen. Ah, tschüss. Bankkonto. Ich weiß nicht, was der Typ immer bringt mit seinem Bankkonto da. Ich hab mein eigenes Geld und außerdem hab ich noch 64, 63 Dollar da. Okay, ich hoffe, jetzt kommen gleich mehr Kunden da, dass ich mehr Geld verdiene. Aber ich finde, die Hitten ist eigentlich relativ gut da. Hallo, eintreten. Eintreten, hab ich gesagt. Eintreten, Tür aufmachen. Oh, Digga, treten! Na! Ja, Digga, hab die Tür getreten, voila! Digga, hab ich richtig gemacht, krieg ich jetzt hier Preis? Nix Preis. Ich hab gesagt, Digga, ich will essen. Eintreten! Was eintreten aus? Ja, voila, Digga, Ballen nehmen treten gegen ein! Wand. Nicht gegen ja, Wand! Digga, die dir! Du! Na, okay, bist schon, okay, passt, alles gut. Also, willst du Schnitzel? Du! Wenn du da weiter redst, dann musst du das Ganze zahlen! Pizza kostet 5 Euro! Oh, voila, Digga, 5 Euro, Alter! Walla, Digga, das muss billiger sein, Alter. Walla, Digga. Okay, der ist meine Rau angeschüttet anscheinend. Nix beleidigt, oh. Da schleicht ich aus, als meine Hitten. Das ist mein Hitten. Sonst ruf ich die Polizei. Nachher kommst du ins Gefängnis. Ich sag's dir. Ich hol die Polizei, dann bist du weg. Okay, jetzt reicht's. Ich ruf die Polizei. Alter, Digga, was für eine Polizei, Alter? Was für eine Polizei? Du weißt ganz genau, was eine Polizei ist. Alter, Digga, ich weiß nicht mehr, wie ein Polizei schreibt. Jetzt. Wahl. Delfin. Okay. Detlef, kannst du das irgendwie reparieren, du hast ganz schnell? Hast du irgendwie falsche Krypto? Ja. Okay, danke. Bist jetzt mein Angestellter, hab ich gehört? Ja, Detlef, Praktikum. Okay, Praktikum, gratis Praktikum. Ja, Detlef, okay. So, Kunden gesucht, Schnitzelhaus, ich hoffe, es kommt einer. Schnitzelhaus, schnelles, praktisches Essen. Eine Pizza, bitte. Ja, da haben sie eine Pizza. Pizza. Da haben sie eine Pizza. Danke. Ja. Okay, eigentlich wollte ich gerade sagen, denk ganz dran, gut nach. Wir haben 64 Euro gegeben. Okay. Eigentlich wollte ich gerade sagen, denk ganz gut noch und dann weiß, dass er kein Schnitzel, sondern eine Pizza ist. So, hallo? Ich brauch Energy! Energy? Der macht ja. $5.99. Oder eigentlich $6. Ja. So, $6 Energy Drink, ja sicher. Ja. Dollar. Jo, grüß dich. Im Lauf. Wer bist denn du, hallo? Wo in so einem Kaffee? Kommst du aus Österreich oder kommst du irgendwo anders her? Ja, grüß dich, ich komm aus dem Geschichtl. Aus dem Geschichtl? Ja, ich komm aus einem österreichischen Geschichtl. Aus dem Geschichtl bei den Berg. Bei den Berg? Ja, Berg kommt mal bekannt vor. Wo ist ein Praktikum machen? Die Kiermöcken immer am Morgen. Ja, Kiermöcken tue ich vielleicht nicht. Disposable Coffee. Haben sie einen Kaserschmoren? Kaserschmoren ist noch nicht im Sortiment, aber ich versprich's dir, das kommt bald, okay? Haben sie einen Ultrafadl? Ultrafadl wie immer. Wer bist du? Hallo? Hä? Wir müssen duschen. Wo ist denn der? Oh nein, duscht jetzt. Bitte gehen raus, das ist mein Restaurant. Spannend, verdammt. Das ist mein Restaurant. Gehen raus, aussehen. Ich hab mir nichts geholt. Das ist keine Operation. Nix, keine Operation. Kann wird vor Gericht gegen sie verhindert werden. Okay.
Bitte, nehmen Sie... Verlassen Sie das Stockwerk. Ja. Der Typ hat mich beobachtet beim Duschen. Oh. Hat er? Ja. Ah. Verdammt. Lass zurück. Ja, Lasagne. Waren die noch da? Was waren das jetzt gerade? Ich meine, ich hab grad Bier mehr. Jetzt duscht der eine Typ bei mir. Ich raff's nicht mehr. Können die Schnitzel sind noch da? Kann man noch die Hände abwaschen? Okay. Kommt da wer? Könnt ihr eigentlich wieder umschauen zu McDonald's? Obwohl, ich gehe vielleicht an dieser Mailbox. Reed. Ich glaube, bei McDonald's ist die Dame da wieder dort. Aber eigentlich ein cooles Haus. Ich kann mal nach hinten schauen, ob da noch irgendwas ist. Ach ja. Oh. Wer bist denn du? Hallo? Hallo, servus? Damals habe ich das auch hier schon öfters gemacht. Oh Mann, das war noch Zeiten, als ich darin gewohnt habe. Mann, oh Mann. Okay, wo ist der Schnitzel? Ham? AC, AC? Nee, ich bin hier der Hausmeister. Ich sollte die Tür reparieren. 5,99 €. Okay, ja, hier einmal so zack, zack. Oh, da. Okay, ja, danke. Dafür, hallo? Oh mein Gott, sind die das nicht? Gretel, du bist auch schon da. Wer bist denn du? Ja. Gretel. Ich bin... Abendessen ist fertig. Ich bin zwar nicht Gretel, aber ich komm gerne mit zum Abendessen. Wo? Ja, komm mit, Scheiß. Wer war das? Okay. Ich glaube, ich mach mich einfach wieder am Heimweg. Ich glaube, das ist... Okay, Gretel. Die war ein bisschen komisch ausgeschaut. Ich glaube, ich mach mich einfach wieder am Heimweg. Ich geh einfach da vorne über die Brücken. Ja, dann würde ich sagen, lasst ein Like und ein Abo da für die gute Folgen Franzl. Und ja, dann mache ich mich wieder nach Heim. Und ja, dann schauen wir weiter in der nächsten Folge. Ja, lasst ein Like und ein Abo da und schreibt einen Kommentar, was ich noch machen kann. Und ja, dann würde ich sagen, ciao.